Lady Day, wie man sich der Skat angeschlossen ist, zum Hightech-Ausrüstungsladen gegangen, welchen Rat es wohl anbieten kann. Zerkür, man hat sich der Skat angeschlossen, es ist zum Hightech-Ausrüstungsladen gegangen. Er scheint sich gut mit den verschiedenen Items auszukennen. Okuwagamon ist nach Flotain zurückgekehrt. Es ist direkt ins Landwirtschaftsviertel gegangen. Es mag Orte mit gutem Boden. Devimon ist nach Flotain zurückgekehrt. Es ist zu den anderen in Dimensionsviertel gegangen. Da ist etwas aus dem Boden gekommen. Der Wohlstandsgrad liegt jetzt bei 112. Boah, ich muss meine Vorräte auffüllen, ey. Alter Verwalter, ey. Das tat weh. Aber da haben wir ordentlich aufs Fressbrett bekommen. 108.000. Obwohl, ja, ich krieg gerade so meine Vorräte zurück. Ja, gerade so meine Vorräte, mehr aber auch nicht. Puh. Na ja, besser als gar nichts. Dann wollen wir mal den letzten Kampf machen. Walkman ist nicht das Problem, Schießmann ist das Problem. Ich merke das nämlich so ein bisschen. Weil Cheeseborn hat, ja, Walkerman hat gute Werte. Weil der hat ja, was hat er bekommen? An Damage 14.000, 15.000. Für einen Spezialmove wenig. Ach, die Kampfaura, stimmt, die haben wir ja gerade noch gelernt. Die müsstest du können. Ja, die kannst du auch. Ja, die macht ordentlich Damage. Ich möchte eigentlich, dass du nur den Drehschlag und die Kampfaura machst. Aber gerade die Kampfaura mit 3.800 Stärke, die war nice. Gut, dass wir die gelernt haben. Ich meine, eine gute Technik. Könnte mir das Phoenixmon natürlich vorher auch noch plätten. Wäre eine Maßnahme, aber ich will eigentlich mit euch die Story fertig machen. Okay, now. So, ihr beiden habt Hunger. Ich habe hier noch Digi-Dings. Das Neongetränk. Okay, dann eben halt nicht mehr. So, damit sind beide vollständig gefüllt. 99 und 87, das reicht immer noch nicht. Das reicht leider immer noch nicht für eine Echse. Leider. Das finde ich schade. Weil eine Echse wäre schon nice. Gegen den Endgegner. Aber für die beiden hat es ja auch gereicht. Ja, für dich. Für dich wird es auch reichen, Meteormon. Nice and calm. Ja, natürlich wird es für dich reichen. Oh, du hast aber ordentlich doch aufs Fressbrett. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu stark, das Fressbrett. Das ist die Kampfhaube. Boah, die ist geil. Weil die auch einfach eine Fläche macht. Einfach mal eine Fläche. Und eine Fläche zum Angreifen ist ja immer geil. Klingenurteil! Reicht nicht, okay. Aber mit dem Drehschlag von Walkwellmon ist das auch down. Eine große MP, das ist ja immerhin etwas. So, das will ja noch nichts mit uns da zu tun haben. Leider. Aber da wir jetzt den guten Gear haben, regenerieren die Digimon ja auch ein bisschen schneller jetzt das MP vor allen Dingen, aber auch natürlich auch das TP. Dann kann ich die ganzen kleinen Heidisten mir sparen, vorausgesetzt ich laufe nicht in Kämpfe rein. Das ist das Problem, wenn ich in Kämpfe reinlaufe, habe ich ein Problem. Mach mal die Kampfaura. Du machst den Heiligenschein. So, ich hätte schon über die Hälfte verloren. Boah, Alter, schon down. Aber und eine komplette Heilungsdis auch noch. Ja, geil. Was bringt die eigentlich ganz genau? Entfernt und nochmal und heilt 20.000 TP. Okay, perfekt. Perfekt, das kann man auch nochmal super benutzen. Um zu regenerieren. Das Problem ist, ich darf ja echt eigentlich in keine Kämpfe reinlaufen. Der Endgegner, der wird es richtig in sich haben. Auch wenn wir zwei super geile Digimon haben mittlerweile. Der wird nicht ohne. Der Kampf
ist und wird nicht ohne. Schön ausgetrickst. Ja, perfekt. Genau, Walker mit Skelly noch schön dazwischen. Perfekt. So mag ich das. Ja, schön perfekt, sich schön im Weg stellen. Und nach der Story ist vor der Hauptstory. Wenn ihr sagt, hä? Du bist doch dann mit der Story durch. Ja, wir sind mit der Story dann durch. Aber, jetzt kommt das große Aber. Und es ist wirklich kein kleines Aber. Ist, wir wollen die restlichen Digimon noch in die Stadt holen, die wir noch holen können. Das habe ich noch vor. Das werden wir auch machen. Und da sind echt nicht... Da sind echt schwere Brocken auch noch dabei. Also, ja, eins freue ich mich ja ganz besonders. Das wird richtig spaßig werden. Mein Liebling zu holen. Ich weiß aber schon, wie ich das... Ich weiß schon, welche Dinge man ich als erstes machen möchte und auch holen werde. Wobei, ich gucke gerade auf den Wochentag. Für das eine biete ich das mal gerade gar nicht an. So, wir gehen immer weiter in das Kernstück. Die beiden waren schon nicht ohne, obwohl die Stufe 40 waren für 2 Mega. Sakuyamon, das war einfacher. Also ein Mega war dann einfacher als 2. Und Sakuyamon war vom Level höher. Darf man auch nicht vergessen. So. Damit sind wir jetzt im Kessel drin. Die Kollegen hier sind immer noch am Kämpfen? Nö, die warten auf mich, so nach dem Motto. Ja, die warten auf mich. Könnte man so meinen. Wollt ihr nicht mitkommen, ihr beiden? Eure beiden Megas könnte ich sehr gut gebrauchen für den Endkampf. Und ich muss das Ganze ohne Echse machen. Oh, das wird spaßig werden. Boah, das wird ein Krampf werden eigentlich. Ja, jetzt sind die beiden schon wieder komplett geheilt. Jetzt sind die beiden komplett geheilt. Das Phoenixmon würde sich anbieten. Das kann man aber auch noch später machen. Ich weiß nicht, was macht ein Phoenixmon eigentlich nochmal in der Stadt? Gute Frage, nächste Frage. So, da oben wartet der Schum auf uns. Am liebsten wäre es, wenn ich die Bindung und die Digi-Freund werden noch nach oben kriegen könnte. In der Zwischenzeit. Aber hey, wir machen dich an einem Samstag platt, ja? Lauf mir schön mittig den grünen Strich entgegen. Und genau da hinten steht Omnimon Sword N. So you've come. Du hast es also bisher geschafft. Anscheinend waren sie nicht stark genug, um dich aufzuhalten. Aber das ist nicht schlimm. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Hey, are you alright? Geht es dir gut? Ah, ihr habt es also auch geschafft. Obwohl euer Partner schwer verwundet zu sein scheint. Ja, du hast uns durchschaut. Oh well. I'll just have to show you all my discovery. Beyond altered form. Ultimate altered digivolution. Das ist Omnimon Alter B. Mein neuer Partner, der Herr dieser neuen Schöpfung, der alle Tore zwischen Parallelwelten aufstoßen wird. Das kann nicht sein. Er hat den Vollschrecker digitieren lassen. Diese Idee verdanke ich deinem Partner, Kota Hirose. Als ich die veränderte Form gesehen habe, die kein Maschinen-Dramon war, war das ein wichtiger Hinweis auf die ultimative veränderte Digitation.
Hast du gesehen, wie Yukimura sich in einen Skullgrimmon verwandelt hat? Ich habe das durch die Zerstörung ihres Bewusstseins kennengelernt oder gelernt. Ich konnte andere veränderte Digiformen als den Maschinendramon erschaffen. Und dann habe ich mit verschiedenen Methoden zur Bewusstseinszerstörung herumexperimentiert, um herauszufinden, zu was sie werden. Und anhand der daraus gewonnenen Daten habe ich Omnimon Sword N zerstört? Was in aller Welt? Erle hat mir zu diesen interessanten Entdeckungen verholfen. Und dank euch wird der EW-Plan, der erweiterte Weltplan, nun endlich vollendet werden. Was hast du vor? Was willst du tun, um die Welten zusammenzuführen? Gar nichts. Ich will nur sehen. Was willst du sehen? Wie ihr Narren im Angesicht des Todes erzittert, die ihr meine Träume zuvor vernichtet habt. Tsutsumi, du hast den Verstand verloren. Tore zwischen den Parallelwelten niederzureißen, ist das überhaupt möglich? Selbst wenn du den Verschrecker digitieren lassen sollst, wirst du diese Energie nicht in die Finger bekommen. Doch, das ist der Zweck des Z-Virus-Programms, alle Digimon in die digitale Welt selbst in veränderte Form zu bringen. Wenn er das alles in Energie umwandeln und damit dann Omnimon Alter B füttern. In der gesamten digitalen Welt, wenn alle Digimon, selbst die im Training, sich in ihre ultimative Form verwandeln. Und die daraus gewonnene Energie wird reichen, um der des Urknalls gleichzukommen. Des Lichts der Schöpfung. Also Omnimon Alter B, schlinge die digitale Welt und stoße die Tore auf, die die Parallelwelten voneinander trennen. Die Energie strömt zusammen. Verwandeln sich die digitale Welt jetzt in ihre veränderte Form? Bitte, halt Omnimon Alter B auf! Wenn er all diese Energie sammelt, werden alle Welten vernichtet. Als könnte irgendein Lebendiger den überlegenen Omnimon Alter B aufhalten. Der letzte ultimative Kampf. Es wäre eine extra nice. Was bist denn du, Stufe 45? Ja, wir gehen ordentlich aufs Fressbrett. Nur mal so als Randnotiz. Ja, Grogwimmer macht schon Damage. So ist jetzt nicht. Komm, mach was. Oh, Metakanone überlegenes Schwert. Ach du Scheiße, ne. Jetzt kriegen wir richtig, alter Verwalter. Okay, jetzt geht's richtig, alter. Und du gehst auf Schießmodus auch noch, ne? Ja, das war klar. Du gehst genau auf den Falschen. Mit meinem Schwächeren. Alter, ich hab dich gerade wiederbelebt. Alter, wenn der mir jetzt nochmal den nochmal angreift, dann habe ich ein Problem. Boah. Alter. Alter, der kriegt 18.000 Damage. Boah, das ist heftig. Und wir machen kaum Damage. Boah, 18.000, über 18. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Der sortiert gerade sehr geil. So, immerhin liegt er mal auf dem Boden. Aber der hat kaum Damage abbekommen. Du bekommst doch kaum Damage. Ja, die Elektrowolke. Und nochmal. Oh, super. Er geht aber vor Grimmon, von dem ist das nicht ganz so schlimm. Bam, bam, bam. Also der Spezialmove sieht schon nicht schlecht aus. Der hat schon was. Oh, du Drecksack. Nice, richtig nice.
Das Ding ist schon wieder auf dem Boden. Und der nächste liegt auf dem Boden. Boah, Grimmon wäre bereit. Sehr nice. Boah, Grimmon macht super Damage. Er fängt an. Ich habe aber auch gedrückt. Ich könnte seins negieren dadurch. Hoffe ich das Ganze jetzt einfach mal. Das war früher so. Ja, ich habe es negiert. Super. Nice. Perfekt gedrückt, würde ich sagen. Das ist Glück. Das ist nur Glück. Das war jetzt Glück. Das war pures Glück. Ja, jetzt kommt er nochmal an, okay. Aber er geht auf Walkway und da habe ich ja kein Problem mit. Da werfe ich einen Dist rein und dann hat sich die Sache. Ich brauche hier keine Echse gegen den. Was verdammt. Er zieht mir, ja, er zieht mir schon 20.000 ab. So ist jetzt nicht, aber trotzdem, es ist nicht. Es ist nicht die Welt. Ein P brauche ich auch nicht reinwerfen. Was geht noch? Ich finde den Kampf hier deutlich leichter als das mit den Zweien. Weil es einfach daran liegt, dass wir nur einen Gegner haben. Sobald wir echt zwei Gegner haben, wird es schwer. Der Nahkampf mag da nicht, okay. Okay, die Kampfaufwand ist auch kaum Damage gemacht. Schade eigentlich. Leider ist das ein. Oh nein, er geht auf. Oh nein, er geht auf den falschen. Jetzt geht er richtig auf den falschen und schießt mal auf den schwächeren. Immer ist auf das schwächere Glied. Genau. Das willst du nicht überleben. Doch! Here goes. Yeah, keep it up. Finish it. Tu mir einen Gefallen. Greif den an. Greif ihn an. Greif ihn an mit dem Klingenurteil. Fall dein Urteil. Über seine Klinge, über seine Waffe. Ich heile mal lieber beide. Da liegt er auf dem Boden. Nice. Ja, Walkwellman. Ich wollte gerade sagen, ist okay. Oh, da fehlt mir ein Punkt, ey. Leck mich doch. Da fehlt mir ein Punkt, die braucht MP. Du sollst das machen. Schieß mal, geht gleich down. Ja. Nee, doch noch nicht. Ach, der ist verwirrt. Heilungsdiss, zack und tschüss. Und Attacke. Jo, mach ihn platt. Mach ihn platt. Danke. Danke, es müsste es gewesen sein. Das wird der finale Kampf. Ja, wir haben ihn besiegt. Oho, das gibt ordentlich Punkte auf beiden Seiten und 36.000 Bits. Geschafft! Das ist unmöglich! Nein, das kann nicht sein! Das kann nicht geschehen! Leute, geht es euch gut? Wir sind zu spät, Herr Mamiyo. Es ist bereits vorbei. Tut mir leid, ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, als ich ein seltsames Ereignis in der digitalen Welt spürte, aber... Das Bike von früher! Das dumme kleine Bike, das mein Vorarm verheitet hat! Woher kennen die sich? Hoho. Suzuki? Suzuki? Oh, nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Oh, ich verschwinde! Nein, nicht so! Hilfe! No! Huch, was war das? Kann das sein?
Ist er? Oh, und das macht auch Platz. Benutzt das Antivirus-Programm. Bring sie einfach zurück. Der Verschreckte hat sich in Omimon Alter B verwandelt. Ist eine Reinkarnation jetzt noch möglich? Keine Ahnung, wir müssen es ausprobieren. Wir haben den EWE-Plan veraltet, aber die digitale Welt ist immer noch in Not. Die Reinkarnation ist startbereit. Lasst uns schnell zurück in die Stadt gehen. Kannst du dir den Vollschrecker holen? Ich werde den hier mitnehmen. Oh oh, ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Sieh, Tsuki! Wo bin ich? Suzuki. Tsuki, du bist bei Bewusstsein. Herr Mamiyo? Was? Wieso nennst du ihn jetzt auch so? Er ist mein Klassenlehrer. Was? Nein, Moment mal, was? Herr Mamiyo ist ein echter Lehrer? Naja, ich unterrichte Japanisch an seiner Schule. Mamiyo hat den Schurken unterrichtet? Oh je, ich war die ganze Zeit so unhöflich, aber er ist nicht auf meiner Schule. Ich muss mir also keine Sorgen machen, oder? Du solltest Älteren gegenüber immer höflich sein, unabhängig davon, ob sie deine Lehrer sind. Oh, das wäre wohl besser. Schluss mit dieser Zeitverschwendung. Wir müssen die Reinkarnation einleiten. Ja, richtig, die Reinkarnation beginnt jetzt. Ein roter Knopf, eigentlich immer gefährlich zu drücken. Was? Was beginnt? Wir werden mit dieser Stadt die digitale Welt reinigen und erneuern, indem wir sie erst auseinandernehmen und dann Stück für Stück wieder zusammenfügen. Auseinandernehmen, wieder zusammenfügen und sie erneuern? Das ist unser Plan, um das G-Virus-Programm auszulöschen, das du verbreitet hast. Will sich das auf alles auswirken, das aus digitalen Daten besteht? Das ist nur, um das G-Virus-Programm zu entfernen. Deshalb werden nur infizierte Ziele betroffen, aber ich schätze, man könnte es auf alles andere dieser Welt anwenden. Dann würdet ihr das für mich tun? Würdet ihr mich zerlegen? Ich muss auch nicht wieder zusammengefügt werden. Du willst, dass wir dich komplett aus dieser Welt löschen? Ich habe so viele schlimme Dinge getan. Ich habe diese Strafe verdient. Es ist ja gut, dass du das bereust, aber das ist unheimlich. Ich denke, die Last seiner Verbrechen hat ihn überwältigt, als er vom Fluch befreit wurde. Luke? Der schwelende Hass eines Mannes, den ich besiegt habe, nach dem letzten Kampf in der Zone, habe ich gesehen, wie er Tsukis Körper verließ. Dieser Junge ist Opfer dieses Fluchs, sagst du? Nein, ich bin selbst in der Zone eingedrungen, spürte den Fluch und habe ihm meinen Körper überlassen. Ich bin selbst schuld. Das ist alles meine Schuld, Lush. Ich habe dir so schreckliche Dinge angetan. Du musst mich hassen. Ich würde dir gerne einen runterhauen. Ich wollte es runterholen sagen. Aber das werde ich nicht tun. Was? Als ich Shuba betrachtete, habe ich mich an etwas erinnert. Dein Gedächtnis ist zurückgekehrt? Ja, ich war mein Digimon. Ich hatte einen Partner und ich war das glücklichste Digimon aller Zeiten. Aber dann macht es einfach Pop. Und von da an war ich lange Zeit an einem finsteren Ort. Ich war ganz allein, mir war kalt und ich war einsam und hatte furchtbare Angst. Ich habe geweint und geweint, bis ich plötzlich eine Stimme hörte. Shumas Stimme. Ich versuchte alles, um mit der Stimme zu folgen und dann fand ich ihn. Du hast also Tsuki in der Zone getroffen. Die Geschichte von Digimon, die ihre Partner verlieren und dann in der Zone enden, waren wahr. Aber die Zone ist riesig und von einem Menschen gerufen zu werden, der sie zufällig betreten hatte und ihn dann auch noch zu treffen, das war ein Wunder. Das war kein Wunder. Es war vielleicht sogar unvermeidbar.
Wie meinst du das? Zähmer und Partner werden voneinander angezogen. So wie du und deine Partner und Kota und Himari und ihre Partner. Egal wie viel Zeit vergeht, ihre Bindung wird immer stärker. Sie kann niemals getrennt werden. Moment mal, willst du etwas sagen, dass das bei Lush und Suzuki genauso war? Aber dann, wie konnte Lush dann so etwas Schreckliches antun? Wusste Suzuki vielleicht gar nicht, dass Lush seine Partnerin war? Ich hatte keine Ahnung. Und warum hast du deinen Partner eigentlich überhaupt abgelehnt? Bei dem Turnier damals habe ich... Natürlich hat er gegen uns verloren. Turnier? Du meinst es in der 5. Klasse? Hast du da nicht gewonnen? Nein, ich habe verloren. Als Hirose und Philipp im Halbfinale sah, war mir klar, dass ich nicht gewinnen konnte. Deshalb habe ich geschmuggelt. Ich habe die Daten meines Partners modifiziert. Den Kampf habe ich gewonnen, aber in Wirklichkeit hatte ich schon vor dessen Beginn verloren. Ich wurde zwar Sieger, aber mit einem schrecklich schlechten Gewissen. Ich wollte eine Wiederholung. Sobald mein Partner wiederbelebt war, wollte ich fair gewinnen, dachte ich. Aber mein Partner wurde niemals wiederbelebt. Ich glaube, weil ich seine Daten modifiziert hatte. Ich legte meinen Partner ab und begann ein neues Digi-Ei aufzuziehen. Ich wollte das ultimative Digimon erschaffen. Dazu sammelte ich alle möglichen Informationen. Ich wollte alles lernen, was das Netzwerk hergab. Aber dabei hörte ich zum ersten Mal vom Digi-Sprung. Oh gut, das kann man jetzt auch wieder anders verstehen, ne? Ich wurde richtig besessen davon. Ich sprang immer wieder. Und je öfter ich das tat, desto größer wurde die Welt. Alles klar. Und dann eines Tages, kurz vor den Sommerferien, entdeckte ich die Zone. Es war die Zeit, als du nicht mehr zur Schule kamst. Die Signalationszone war voller unbekannter Dinge, Überreste von Digimon, die ich zuvor nie gesehen hatte, riesige Wolken aus geheimnisvollen Daten. Darin fand ich Datenfragmente, die ein seltsames Licht abgeben. Und demnächst sah ich das Potenzial von ultimativen Digimon-Partner. Das dürfte der Fluch gewesen sein. Inzwischen weiß ich, wie dumm ich war. Aber damals war ich einfach überglücklich und ich griff nach dem Licht, um es zu berühren. Von da an wohnte der Wahnsinn in mir. Und den Rest kennt ihr alle. Ich erschuf auf Grundlage des Fluchs das G-Virus-Programm, machte die Netzwerklücken, vernichtete den Vollschrecker, als er mir in die Quere kam. Er dachte... den EW-Plan. Ich schuf Lush mit Hilfe der vernichteten Daten aus der Simulationszone neu und benutzte sie. Das sind all meine Verbrechen. Meine unverzeihlichen Verbrechen. Aber Shuma, dank dir habe ich Philipp bekämpft. Oh, ich bin so überglücklich. Du hast viel Schreckliches getan, aber ich bin froh, dass ich euch alle kennenlernen durfte. Deshalb werde ich dich diesmal ohne Ohrfeige davon kommen lassen. Lush, aber ich. Jetzt sei endlich still. Lush, vergib dir, entschuldige dich und bedanke dich bei ihr, bevor du nur noch ein Haufen Elend bist. Ja, es tut mir leid und vielen Dank. Okay, Lush, hast du am schlimmsten mitgespielt. Wenn sie dir vergibt, dann sollte ich wahrscheinlich auch nicht mehr böse auf dich sein. Was ist mit dir? Auf keinen Fall. Ich bin so. Komm schon, das kannst du nicht sagen. Es ist Zeit für mich, wieder Verantwortung als Klassenlehrer zu übernehmen. Genau! Ich wirke vielleicht unzuverlässig. Aber wirkst doch, aber überlass ihn ruhig mir. Herr Mamiyo! Und was machen wir, Taumon? Wir können nur abwarten. Mir gefällt das nicht, aber so ist das wohl im Leben. Da hast du's, Shuma Suzuki. Wobei wir nicht für die gesamte digitale Welt sprechen können, wie dir klar sein sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir ein paar Leute nicht vergeben werden. Überleg dir gut, wie du damit umgehen willst. Das werde ich. Dann ist jetzt endlich alles geregelt? Scheint so. Das Netzwerk erholt sich schon wieder von seinen Ausfällen. Ob das mit Omnimon Alter B alles so hinhaut, ist reines Glücksspiel, aber zumindest ist die Reinkarnation ein Erfolg. Abgesehen davon wird es noch sehr lange dauern, bis die digitale Welt komplett wiedergeboren wurde. Das heißt, wir wissen es selbst nicht genau? Sieht so aus. Ehrlich gesagt bin ich jetzt bereit, so schnell wie möglich in die reale Welt zurückzukehren. Dann heißt es jetzt Abschied nehmen? Sobald das Reinkarnationsprojekt abgeschlossen ist, kannst du alle wieder herholen. Und Suzuki und ich können mit Digisprüngen auch wieder herkommen. Dann werden wir uns wiedersehen. Auf jeden Fall, ich komme definitiv wieder her, solange sich die Lage etwas beruhigt hat. Warum machen wir es dann nicht offiziell? Schwören wir einander, dass wir uns in der digitalen Welt wiedersehen werden. Ja, hier, gib mir meinen kleinen Finger, oh je. Komm. Gab es da nicht nochmal eine extra Sequenz für zum Schluss? Hey,
Hey, was tust du da? Komm schon her. Aha. Komm einfach dazu. Ich habe so das Gefühl, dass du wohl nur in diesem Haufen eine Menge lernen kannst. Ernsthaft? Etwas lernen von Kota? Klar, ich kann dir beibringen, wie man seine Freunde zum Lachen bringt oder so. Haha, und wie du das kannst. Ja, bitte bring mir das bei. Moment, er meint das wirklich ernst? Dann mal los, wir schwören, dass wir uns hier alle wieder treffen, wenn die digitale Welt wiedergeboren wurde. Sieht aus, als wäre das so ziemlich gewesen. Wollen wir los? Was ist das für eine Frage? Wir müssen. Das ist immer gut. Wollen wir los? Nein, wir müssen. Thank you. I mean it. You too, Himari and Kota. When you get back, we're having a real feast. You have my deep gratitude as well. You've helped us in a real and true way. All right, already. Why are you taking the compliments? I'm pretty sure our friend here worked the hardest. Come on, let's not be so tough on each other. Yukimura, I'll be back. Right! Rika, wait for me just a little while, okay? All right, I'm looking forward to the day I see you again. You've got to come back sometime! Thanks for everything! And hey, I can't wait to see you again!